So, ich muss mich erstmal entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin. Die Berlinale hat noch nicht angefangen, aber mich schon irgendwie gefordert. Ich kam gerade von einem Podium, wo die Programmvorstellung für die Mitarbeiter der Sektion, für die Mitarbeiter aller Sektionen ist. Und wie das so ist, die anderen Sektionen halten sich nicht unbedingt an die Zeitvorgaben. Manche brauchen länger. Wir haben es dann eben leider nicht geschafft, das so kurz zu machen, wie wir es wünschen. Wir beide, Herr Hegewald von der Akademie der Künste und ich, wir sind nicht das Filmgespräch. Aber wir freuen uns, dass wir dieses Filmgespräch haben. Es ist ja auch schon, glaube ich, rund gegangen, dass wir etwas Schönes zu verkünden haben, wenn auch die Unterschrift noch nicht getrocknet, ja, noch nicht einmal getätigt ist. Aber wir sind uns in allen wesentlichen Zügen einig. Es muss jetzt noch ein kleiner Schritt in den jeweiligen Institutionen. Man muss das ja immer dann von ab, immer sozusagen die formalen Wege einhalten. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir jetzt noch nicht sagen können, die Tinte ist trocken. Herr Ja, Hegewald. viele von Ihnen werden die Pressemitteilung gelesen haben. Das Archiv von Ulrike Ottinger geht in die Kinemathek und in die Akademie der Künste. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir einen sehr produktiven Dialog geführt haben und uns zu dritt einigen konnten. Vorhin habe ich mal ein bisschen gegoogelt und die beste Meldung eigentlich, ich habe sie Ihnen gerade gezeigt, ist: Ulrike Ottinger übernimmt das Archiv der Akademie der Künste. Das ist doch ein guter Tenor. So kann man es auch sehen. Ja, wir übernehmen eben beide Teile des, und man kann es nicht anders sagen, des Ulrike Ottinger Archivs. Wir waren ja jetzt häufig bei ihr und haben uns angeschaut, was für Schätze da sind. Und ich glaube, wir können mit großer Überzeugung sagen, eine besser geordnete Sammlung, eine besser erschlossene Sammlung und Archiv einer Filmemacherin und eines Künstlers, einer Künstlerin haben wir kaum je gesehen. Das ist Ja. wirklich beeindruckend. Also auch dafür, Ulrike, liebe Ulrike Oettinger, ganz herzlichen Dank. Wir haben natürlich dann auch mit Ihnen, wir waren ja bei Ihnen zu Hause und haben diese große Runde gehabt, wo wir überlegt haben, wie kann man mit einem so umfangreichen und eben auch vielfältigen Werk, Filmemacherin, Fotografin, Ausstellungsmacherin, Theaterinszenierungen haben sie gemacht. Also wie kann man da eigentlich zu einer Lösung kommen, die dem Werk insgesamt gerecht wird und für die Institutionen handhabbar ist, aber vor allem auch für die Benutzer nachvollziehbar? Und ich denke, wir haben eine ganz gute gemeinsame Lösung gefunden, dass wir gesagt haben, das filmische Werk kommt in die Stiftung Kinemathek, die umfangreichen anderen Facetten des Werks von Ulrike Ottinger, das theatrale Werk, das kuratorische Werk, das bildkünstlerische Werk kommt in die Akademie der Künste. Das ist, glaube ich, auch für Außenstehende sehr gut nachvollziehbar, sodass es hinterher in der Benutzung und in den Anfragen keine Schwierigkeiten gibt, sondern dass man genau weiß, an wen man sich wenden muss und da unsere Häuser gut miteinander zusammenarbeiten, schon seit langer Zeit, wird es auch keine Schwierigkeiten geben, untereinander zu verweisen und die Menschen an die Materialien heranzubringen. Und das ist natürlich das Ziel. Wir wollen das an die Öffentlichkeit bringen. Das heißt einerseits natürlich, dass wir die Verpflichtung übernehmen, auch gerne die Materialien zu bewahren, wenn sie bei uns sind, aber auch zugänglich zu machen. Das bedeutet eben auch, dass wir in vielen Fällen erstmal digitalisieren werden. Das hat auch den konservatorischen Aspekt, dass Fotografien natürlich auch altern, auch Dias altern und deswegen in der Digitalisierung auch ein gewisser restauratorischer Aufwand zu betreiben ist. Das werden wir gerne auf uns nehmen. Und dann, da gibt es den Plan, das ist natürlich etwas, wo wir noch zusätzliche Mittel beantragen werden, das zu veröffentlichen, also nicht nur den Nutzern zugänglich zu machen, die zu uns physisch jeweils kommen in die beiden Institutionen, sich das vorlegen lassen, dort recherchieren, sondern wir wollen ein Portal aufbauen, das dann für eine besondere Nachhaltigkeit der zugänglich
Sichtbarkeit, der Zugänglichkeit sorgen wird und eben auch international dann zugänglich sein wird. Eine kuratierte digitale Ausstellung zu Ulrike Ottoringers Werk. Wir erwarten uns davon, dass es, wie Sie sagen, nachhaltig etwas Dauerhaftes gibt, was auch online erscheint und was man sich ansehen kann und die wichtigste Vorstufe ist. Und da haben wir viel vor. Wir müssen die umfangreichen Materialien digitalisieren, die ganzen Fotos, die Diapositive, die Negative und die wunderbaren Arbeitsbücher von Ulrike Oettinger. Zu jedem Projekt gibt es ein Arbeitsbuch, das eine besonders große Freude macht, durchzublättern und in die Gedankenwelt von Ihnen einzutauchen. Ja, diese Arbeitsbücher sind, ich habe das ja mal gesagt, als wir die Ausstellung Bilderwelten hier hatten, diese Arbeitsbücher sind eigentlich schon Kunstwerke an sich. Und es sind eben nicht nur Kunstwerke, sondern es sind auch Arbeitsmaterialien, es sind ganz viele Recherchergebnisse, auf die Ulrike Oettinger dann natürlich wieder zugreifen muss, weil wir kennen sie ja. Wir wissen, dass, und also wenn Sie einfach in den letzten 2 Jahren mal geschaut haben, was Ulrike Oettinger so alles gemacht hat, dann wissen Sie, dass sie eine höchst aktive und höchst fantasievolle Akteurin im Kunstbetrieb ist. Ich glaube nicht, dass sie in den mal jetzt 2 Jahre hatten in den vergangenen Jahrzehnten, in denen sie so viel gemacht haben, so viele wunderbare Dinge, Ausstellungen, Filme, alles Mögliche, sodass wir davon ausgehen, dass wir mit diesen Arbeitsbüchern Ihnen, wenn sie digitalisiert sind, immer wieder neue Anstöße vermitteln werden und Sie sich dort neue Anstöße, neue Anregungen holen werden, um ein neues Werk zu beginnen, das dann irgendwann entweder bei uns oder bei der Akademie auch archiviert werden wird. Vielleicht haben Sie Fragen an uns, was diese Vorhaben angeht. Sie sehen wunschlos glücklich aus. Dann wollen wir nicht zu lange warten und das Filmgespräch starten lassen und Sie nicht mit einer Vorrede aber wir würden die Folter jetzt sparen. Aber wir müssen eines doch tun, uns ganz herzlich bei bedanken. Ulrike Oettinger bedanken. Das ist eine große Geste, es ist eine große Freude, es ist auch eine Verantwortung, aber es ist vor allem eine große Freude. Herzlichen Dank, danke. Ulrike Oettinger. Dürfen wir das Filmgespräch jetzt schon starten, Christina? Ja, ne? Und du sagst alles Notwendige zu den besonderen Konditionen. Okay. Also ich freue mich sehr, dass Ulrike Oettinger hier ist und ich finde, wir sollten sie noch einmal begrüßen. Weil der Anlass so besonders ist heute wirklich und auch so einen langen Vorlauf hat. Es ist auch schon lange her, dass wir zusammen eine Ausstellung hier im Haus gemacht haben. Das war sozusagen ein allererster Auftakt. Dann gab es aber einen Auftakt im Dezember und einige von Ihnen waren da vielleicht auch dabei. Wir haben ja im Dezember hier eine Tagung veranstaltet und die sollte natürlich auch mit Ulrike Oettinger stattfinden und sie ist damals wegen Krankheit ausgefallen. Wir haben die Tagung mit dem Einstein-Forum. An der Stelle möchte ich übrigens auch nochmal Susan Neimann und die ganzen Kollegen und Kolleginnen des Einstein-Forums hier ganz herzlich begrüßen, weil das hier ist eine gemeinsame Veranstaltung, auch noch mit dem Einstein-Forum, das vielleicht an der Stelle. Wir haben eine gemeinsame Tagung geplant im Dezember und mein Kollege Rüdiger Zill, den Sie jetzt heute hier nicht auf dem Podium sehen, der war da genauso involviert. Wir haben das gemeinsam konzipiert. Im Dezember ist Ulrike Oettinger ausgefallen. Jetzt ist leider Rüdiger Zill ausgefallen, aber nicht ganz. Er ist leider Corona-positiv, hat aber gar keine Symptome. Das heißt, er ist eigentlich fit. Und wir können ihn, Zoom sei Dank, wir können ihn gleich dazu schalten. Jetzt fällt mir aber gerade auf, dass ich meine Notizen vergessen habe. Einen Moment. Gelegenheit, die ich gleich nutze, um einfach auch von meiner Seite zu sagen, wie sehr ich mich darüber freue, dass meine Arbeiten, mein Archiv jetzt in die beiden Häuser kommen, dort gepflegt werden und sichtbar gemacht werden. Und
ich wollte das einfach, obwohl das ja bei mir ein ganz lebendiges Archiv ist, auf das ich immer wieder zurückgreife, so unter dem Motto Neues aus dem Alten zu schöpfen. Aber dass die Sachen sind ja nicht weg, die ich übergebe. Und das wird sukzessive übergeben, wo ich dann die Sachen auch noch bei mir behalte, die ich jetzt wirklich noch dringend brauche. Und dann darf ich auch ausleihen, wenn ich etwas mache. Also irgendwie finde ich es sehr schön, dass die Sachen dahin kommen und die Fotos. Da ist bei den Dias ist ja Gefahr in Verzug, weil die ja, doch, die sind jetzt zum Teil 40 Jahre alt, nicht, oder 45 Jahre. Und das ist schon sehr wichtig, dass die jetzt an einen guten Ort kommen, der immer eine gleichmäßige Temperatur hat und der einfach unter diesen, all diesen Gesichtspunkten, aber auch unter den anderen, dass es nachher auch wirklich zu sehen ist, ist das wunderbar. Und ich freue mich vor allen Dingen auf diese kuratierte digitale Ausstellung, wo ich davon ausgehe, dass wir da aufs Heftigste zusammenarbeiten. Und wie schon bei der früheren Ausstellung, die wir hier im Haus gemacht haben, das genau, war auch also das, sehr schön. Das ist, glaube ich, das Besondere auch an deinem Werk, auch an deiner Art zu arbeiten, dass die verschiedenen Künste ineinander greifen, dass du auch Ausstellungen machst, dass du Bücher machst. Ein paar von den aktuellen Publikationen liegen ja auch noch da vorne. Dass also dass diese verschiedenen Kunstformen so ineinander greifen. Und deshalb hatten wir ja auch unsere Tagung Metamorphosen genannt. Und da muss ich dich jetzt gleich als Erste fragen. Du warst leider nicht vor Ort. Du konntest es aber zum Teil per Zoom verfolgen. Du konntest es dir auch nachträglich noch anschauen. Vielleicht nenne ich noch mal ganz kurz die Referentinnen und Referenten, die damals zu Gast waren, auch so ein bisschen, um sie neugierig zu machen. Sie können das nämlich alles noch nachsichten. Auf der Seite vom Einstein-Forum, auch mit Link zu YouTube, kann man diese Vorträge noch mal anschauen. Ich nenne das einfach noch mal kurz. Wir hatten Florian Wüst zu Gast, der über Berlin Underground und die frühen Filme von dir, der Berlin-Trilogie, gesprochen hat. Conny Betz hat über das Weiterleben der Objekte im Archiv gesprochen, was jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Relevanz bekommt. Anne-Kathrin Kohut hat über die Pop-Art geredet, was auch sehr interessant war, finde ich. Barbara Finken unter dem schönen Stichwort Mode und Rausch über Bildnis einer Trinkerin. Dann Tanja Zimmermann über deine Reisefilme, auch von denen werden wir heute einige Ausschnitte sehen. Und sie hat die als Kalligramme gelesen, was ich auch eine spannende Betrachtung fand. Katrin Peters hat über die fotografischen Bilder gesprochen. Und Ulrich Rauf hatte am Ende noch über Paris ist die Heimat des Fremden, also über Paris Kalligramm geredet, von dem wir heute auch einige Ausschnitte haben. Da meine Frage an dich, ist dir da was aufgefallen? Möchtest du was korrigieren? Haben wir vielleicht, sind wir auf Abwege geraten? Gab es etwas, was dich besonders interessiert hat? Naja, also ich habe das ja sozusagen auf dem Krankenbett mit schwerem Köpfchen gesehen und mir sind schon ein paar Sachen aufgefallen. Also ich hätte sehr gerne diskutiert mit Frau Kohut, die zu meiner bildenden Kunst, also zur Pop-Art, gesprochen hat, die unglaublich interessante Referenzen da gesehen. Also mit der hätte ich mich richtig gerne unterhalten, nicht? Also die hat dann zum Beispiel bei einem Bild, das so Comicstrip-artig funktioniert in der Folge von neun Serigraphien und die letzte ist komplett schwarz und hat nur eine weiße Sprechblase, die leer ist. Und sie hat das mit dem schwarzen Planquadrat zusammengebracht und hat also die hatte unglaublich interessante Ideen. Mit der hätte ich mich unglaublich gerne unterhalten und natürlich es gab den einen oder anderen Irrtum, also gerade beim letzten Vortrag zu Chamissos, zu Paris Kalligramm, nicht mit dem
Algerienkrieg oder dem Vietnamkrieg, wo er vermutete, dass ich viele Dinge noch nicht wissen konnte. Da muss ich aufs Heftigste widersprechen, weil ich so involviert war und mich um alles gekümmert habe. Und vor allen Dingen, ich habe einige kritische Worte zu Maoismus und den Maoisten gefunden und diesen unglaublichen Verbrechen, die in China stattfanden. Und da hatte ich Informationen, einfach auch, weil ich ethnologisch sehr interessiert bin. Und da hatte ich sehr viele Informationen und das ist etwas, was ich wusste, was vielleicht viele damals nicht gewusst hatten, welche wirklich grausamen Hinrichtungen und Verstümmelungen und Übergriffe passiert sind. Und da sagt er, ja, das konnte sie damals nicht wissen. Nein, ich wusste das. Drum war ich auch so kritisch. Ja. Ja, deshalb haben wir diese Tagung ja auch genannt. Das ist jetzt ein Auftakt in eine intensivere Beschäftigung mit deinem Werk. Und auch wenn es darum geht, in die Arbeitsbücher tiefer einzusteigen, die zu kontextualisieren, werden wir natürlich gemeinsam Gespräche darüber führen und du wirst uns erklären, was es da auf sich hat oder auch Verbindungen uns vermitteln, die wir von alleine vielleicht dann gar nicht herstellen können. Also ich glaube, das wird in den nächsten Jahren, ich gucke auch zur Akademie der Künste rüber, wird sicherlich ein sehr spannender gemeinsamer Prozess. Ich habe schon gesagt, diese Tagung eigentlich mit Rüdiger Zill zusammen konzipiert und auch dieses Filmgespräch für Sie vielleicht zum Ablauf. Wir haben insgesamt 7 Filmausschnitte ausgewählt. Ich hoffe, das wird jetzt von allen entsprechend anerkannt aus einem Oeuvre von Ulrike Oettinger von, ich glaube, 26 Spiel- und Dokumentarfilmen von beträchtlichem Umfang Ausschnitte zu wählen. War wirklich nicht leicht. Wir haben versucht, sozusagen punktuell durch das Werk zu hüpfen. Die Ausschnitte sind immer so zwischen 2 bis 3,5 Minuten lang. Wir haben gemerkt, ganz kurz geht das einfach nicht. Du brauchst ein bisschen Zeit zum Erzählen. Man muss ein bisschen in die Stimmung reinkommen. Wir werden uns jeweils diese Ausschnitte angucken und dann darüber sprechen. Rüdiger Zill wird dann einfach hier mit eingeschaltet. Den sehen wir dann hoffentlich auf der Leinwand. Und dann erzählst du uns ein bisschen was über die Hintergründe, wie das Ganze entstanden ist. Oder es ergeben sich, glaube ich, die Fragen von allein. Deshalb würde ich jetzt auch gleich mit dem ersten Ausschnitt anfangen. Bei der Tagung ging es sehr viel um Bildnis einer Trinkerin. Deshalb haben wir jetzt Freak Orlando ausgewählt aus der Berlin-Trilogie. Und das ist einer der längsten Ausschnitte. Ich glaube, der geht 3,5 Minuten. Ich sage mal erstmal gar nichts und dann sprechen wir im Anschluss drüber. Ja?
Ja, vielleicht sagst du als erstes mal, wo hast du diesen Film gedreht, diese Szene gedreht? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Was ich ja an Berlin so faszinierend fand, ich habe ja die Orte in der ganzen Stadt gesucht. Und das war 81, also es war noch das alte Berlin mit seinen Depots, also hier ein großes Kohledepot, und das war abgedeckt, ja, und da Kohle ja irgendwie die Pflanzen wachsen lässt, das ist ja sehr fruchtbar, sind dort auf diesen Abdeckungen oder durch diese Abdeckungen hindurch Birken entstanden. Und das war natürlich unglaublich, dieser Ort. Und den habe ich mir ausgesucht. Und ich hatte so eine Idee, der ganze Film besteht ja aus 5 Episoden. Und das war die Mittelalter-Episode. Und ich habe dann, so wie auf den Bildern des Quattrocento, nicht, wo man die Gebirge sieht und diese Geißlerprozession über die Berge ziehen lassen. Und dann gibt es natürlich Magdalena Montezuma, und die spielt zusammen mit Therese Zemp, eine damals junge Frau, eine Studentin der Politikwissenschaften, die keine Arme und keine Beine hatte. Und ich hatte sie gefragt, ob sie mitspielen will. Und hatte ihr erzählt, was ich für einen Film mache. Und sie sagte, ja, ich mache mit, aber ich möchte schön sein. Dann habe ich gesagt, gut, ich inszeniere sie in einer Szene als griechischen Torso. Das fand sie sehr schön. Und dann habe ich gesagt, und dann gibt es aber auch eine Szene, wo sie als Doppelkopf, also als eine ein Mensch, der mit 2 Köpfen, ich hatte damals dieses sehr interessante Buch von Holländer gelesen aus den 20er Jahren, das hieß Wunder, Wundergeburt und Wundergestalt, wo er dieses ganze Thema seit dem Mittelalter sehr interessant aufgearbeitet hat. Und ich bin dann extra nach Zürich gefahren, wo es sehr viele dieser Flugblätter, also es waren ja die Vorläufer der Zeitungen, wo man dann aber eben auch Sensationelles berichtete, also von Wundergeburten und natürlich auch Fantasiefiguren, aber auch Figuren, die sehr kritisch waren, zum Beispiel gegenüber die Päpste mit einem Leib, Papstköpfe mit einem Leib von Ungeheuern verbanden und Ähnliches. Und also vieles, es war eine ganze Genealogie sozusagen solcher Geschichten. Das hat mich sehr interessiert, und das hat, das war ja auch das Thema des Films. Und da fand ich eben die Industrieorte Berlins, und die zum Teil verlassen waren, die natürlich auch völlig im Zustand der Vernachlässigung waren, auseinanderfielen. Das hat mich interessiert. Und die spielen genauso eine wichtige Rolle wie die Hintergründe, wie die Figuren. Also das etwas, was absolut zusammengehört. Wir hatten die Tagung ja auch Metamorphosen genannt und haben im Dezember eigentlich mehr über die Metamorphosen zwischen den Kunstformen geredet. Aber hier haben wir natürlich auch viele Zwitterwesen. Wir haben das Androgyne und wir haben diese Wundergestalten. Jetzt freue ich mich da aber auf der Leinwand Rüdiger Zill zu sehen und begrüße ihn erstmal. Hallo Rüdiger, schön, dass du dabei bist. Bei der Gelegenheit auch gleich würde ich übergeben. Hast du eine Frage? Möchtest du etwas kommentieren? Ja, also ich freue mich auch erstmal, dass ich zumindest in 2 Dimensionen dabei sein kann und sage Hallo an alle in den Raum. Ich habe gehört, der soll sehr voll sein. Ich freue mich über die Resonanz.
Und ja, wir haben ja, wie du hast gerade schon erwähnt, dass wir die Tagung Metamorphosen oder die gesamte Veranstaltung Metamorphosen genannt haben. Wir werden, glaube ich, den Rahmen, also den Bogen heute schließen. Und wenn wir nachher bei Paris Calligramme ankommen, da gibt es einen Epilog, wo Sie, Frau Oettinger, schon mal vorausweisen auf den ersten Film, den Sie dann machen. Das ist noch vor Freak Orlando. Und das ist Laokoon und Söhne. Und da gibt es einen schönen Satz, den Sie sagen, alle Figuren und Orte überlagerten und verwandelten sich. Das waren Ihre eigenen Worte zu diesem Film. Und ich glaube, das kann man auch für diese anderen Filme jetzt sagen. Orlando hört ja zum Beispiel mit einem Narzissmus-Motiv auf. Und wir haben in der Berlin-Trilogie sowieso Dorian Gray ist dann der dritte Film in dieser Berlin-Trilogie. Also all diese Figuren sprechen eigentlich in diesen Filmen miteinander. Ist der Eindruck richtig oder liege ich da falsch? Nein, das ist völlig richtig, weil in meinen Filmen hat jedes Kostüm, jedes Objekt der Hintergrund, der Vordergrund, die Schauspieler, wie sie sich bewegen, das gehört, das ist alles, gehört mit zum Inhalt, genau wie die Dialoge. Und deshalb kann man schon so sagen, dass alles miteinander spricht. Ja, der Untertitel von Laokoon und Söhne ist, glaube ich, auch eine Verwandlungsgeschichte. Ja. Ja, eine Verwandlungsgeschichte der Esmeralda del Rio. Ja. Gut, so weit war ich jetzt nicht. dann würde ich einfach gleich zum zweiten Ausschnitt auch mal kommen. Wir haben als Zweites haben wir uns extrem schwer getan, einen Ausschnitt auszuwählen, und zwar aus Johanna Dark of Mongolia, und haben uns jetzt aber für eine ganz zentrale Szene entschieden, nämlich die erste Begegnung in der Jurte. Der Ausschnitt ist 2 Minuten 30 lang, den schauen wir uns jetzt an. Senu, Archer, Archer, Archer. Senu. Senu. Fast wie Buttermilch. Attendez donc, je vous en prie. Il faut verser une goutte sur le sol avant de boire. Oh, ich hatte solchen Durst. Tja, Bert. Бид жуслангаан өнд байгуулж, жилийн анхны сүү чигаган өнд уулаа. Өн сүү бол хаврын сүү сарын үсэнд, олон сүргийн дундаас ончолын сонгогсан, чагаахчин гүүгэ сааж даллаг авсан сүү болоо. Өн дарай жуслангийн бүлчард жугаатай хийсэн өнгөн байрын ууган даллаг болно.
muss ich als erstes natürlich sagen, viele von diesen fantastischen Kostümen sind auch Teil deiner Sammlung und zum Teil auch bei uns schon im Archiv. Also das bei der Gelegenheit auch nochmal als Hinweis. Die sind alle bei euch. Ja. Das ist auch ein die ganze, enormer auch Stand. Die ganzen Hüte. Genau. Ja, und ja. So. Und ja, da ist viel da. Ja. In diesem Fall gebe ich gleich das Wort als erstes an Rüdiger Zill. Er hat den Ausschnitt nämlich ausgewählt. Ja, natürlich mit schwerem Herzen, weil dieser Film natürlich sehr viele schöne Ausschnitte hergegeben hätte. Wie uns ja, Christina hat das schon erwähnt, überhaupt eigentlich jetzt auf einer Reise um die Welt in 80 Jahren oder in 26 Filmen befinden und deswegen sehr mit 7 Meilenstiefeln vorangehen müssen. Vielleicht nur ganz kurz zum Kontext. Also wir hatten jetzt gerade die Berlin-Trilogie, wo der letzte Teil 1984 war. Dorian Gray, Spiegel der Boulevardpresse. Ein Jahr später kommt China, die Künste der Alltag, eine filmische Reisebeschreibung. Und das ist in gewisser Hinsicht so eine Art Genrewechsel. Und gleichzeitig der erste Aufbruch, wenn man so will, nach Fernost. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat von Ihnen, was ich mal ganz kurz nur mit reinbringen will. Sie haben nämlich mal gesagt, in meiner bisherigen Filmarbeit habe ich mich mit dem Thema Exotik, Minoritäten und deren unterschiedlichen Rollenverhalten innerhalb des eigenen Kulturkreises beschäftigt. Nun richtet sich mein Interesse auf die Erweiterung dieses Themas, das Kennenlernen einer realen Exotik in einem fremden Land, in einem anderen Kulturkreis. Ich versuche mit der Kamera einen visuellen Diskurs über die Exotik als Frage des Standpunkts zu führen. Wie gesagt, China. 4 Jahre später kommt dann Johanna Dark auf Mongolia. Und in gewisser Hinsicht hatte ich so den Eindruck, dass wieder beide Standpunkte, beide Stränge zusammengeführt, die Exotik beider Reiche. Man sieht das auch so ein bisschen in dem Film selbst, denn er ist ja eigentlich ein zweigeteilter Film. Also die erste Hälfte oder der erste Teil spielt in der transsibirischen bzw. transmongolischen Eisenbahn und der zweite dann bei diesem mongolischen Stamm, bei der Prinzessin selbst. Das ist beides so in gewisser Hinsicht als Kontrast gebaut. Oder wie würden Sie sagen, warum brauchen Sie diese zwei Teile? Naja, es ist spiegelbildlich. Also in der transsibirischen wird sozusagen linear auf den Schienen, ganz linear, die europäische oder die westliche Geschichte. Und das Geschichtenerzählen, die unterschiedlichen Formen des Erzählens gezeigt. Und dann das ist so im Film, im ersten Teil, die transsibirische wurde im Studio gebaut, hier im Studio an der Havelchaussee, wo ich mehrere Monate hatte. Und dann, da gibt es nur den Blick von innen nach außen. Und das, was man außen sieht, ist auch Kulisse. Das heißt, wir sehen eigentlich nur die Fantasien der Menschen und wir sehen nicht die Realität. Und dann werden die Frauen ja gekapert, ja, und werden rausgeschmissen aus dem Zug. Und da passiert was ganz anderes. Da passiert die epische Zeit und da passieren, wie man das in diesem Ausschnitt auch sehen konnte, natürlich auch die Missverständnisse zwischen den Kulturen, die in manchen Fällen zu Kriegen führen können und in anderen Fällen zu unglaublich komischen Situationen. Und wenn alle darüber lachen können, sind die Situationen natürlich auch großartig und entschärft. Und es gibt unzählige Missverständnisse und darauf beharre ich auch, weil es ist ganz wichtig, weil über diese Missverständnisse lernt man ja auch. Ja? Und das gemeinsame Lachen, das sagt übrigens, habe ich das später, viel später, als ich die Weltreise von Chamisso las, sagt er so etwas, wenn man gemeinsam, gab es auch ein Missverständnis, ich will das jetzt nicht erzählen, das ist eine sehr lustige Geschichte, und da erzählt er, wenn man gemeinsam lachen kann, ja, sind die Dinge völlig entschärft. Ja, und es gibt eine Möglichkeit die Grenzen werden eingerissen, ja, und man kann miteinander reden, weil
über den Witz, wenn man einen Witz zusammen versteht, ist das eine ganz, ganz wichtige Verbindung und eine ganz wichtige Verständnisgeschichte. Ja, aber ich glaube, Sie haben noch was anderes gefragt, oder? Ja, ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, dass eigentlich das Fiktive und das Dokumentarische hier auch wieder aufeinandertreffen. Genau. Das ist ja mit China, ja. Johanna Dark und dann auch noch Tiger wieder danach, ja. Dass du das eigentlich verschränkst. Ja, und dann im zweiten Teil ist das eigentlich ein Film. Wir sind in den vier verschiedenen Landschaften der Mongolei. Das war mir ganz wichtig, das Grasland, die Steinwüste, die Sandwüste, die Gebirge. Das war mir ganz wichtig, diese verschiedenen Landschaften zu zeigen. Und der zweite Teil hat durchaus einen ethnografischen Hintergrund, wo ich mit den besten Künstlern der Mongolei zusammengearbeitet habe, mit den großen Rhapsoden, die meine Rhapsodie, die ich geschrieben habe, wieder übersetzt haben in ihren Rhythmus, damit sie ihn in ihrem Rhythmus wieder singen konnten. Ja. Da habe ich noch die ganzen mongolischen Aufzeichnungen. Ja. Also die sind im Drehbuch übrigens. Ja, hinten, ja, das ist eins der überbordendsten Arbeitsbücher. Und da sieht man, und bei diesem Film, jetzt kommen wir zu dem rein dokumentarischen Film, Tage. Bei diesem Film ist mir klar geworden, dass ich darüber noch mehr arbeiten möchte. Und bei den vielen Mongolinnen, die aus allen verschiedenen, wie man dort sagt, Adern, also das waren Mongolinnen vom Ordos, Khalkha-Mongolinnen und so weiter, also aus ganz verschiedenen Gegenden, die auch zum Teil unterschiedliche Sprachen haben. Und dann war Ituya eine Frau dabei, die eine Evenkin war. Und die kam aus einer Familie, die noch mit Rentieren lebt und herumzieht und auf Rentieren reitet und hat mir viel davon erzählt. Und dann habe ich sie gefragt und habe gesagt, würdest du mir helfen, wenn ich da einen Film sagte, nicht, was ich lieber täte. Und dann habe ich mich eben damit nochmal sehr beschäftigt und konnte das auch sehr gut, weil ich in Paris hatte ich diese wunderbaren Publikation, das hieß Études Mongoles et Sibériennes. Die sind alle paar Monate ist so ein dickes Heft erschienen. Und da hatte ich sehr viel damals schon darüber gelesen, hatte das auch noch. Und dann konnte ich aber in den chinesischen Teil, der nordöstlich war, am Amur nicht reisen. Und weil die Chinesen mir solche Auflagen gemacht haben, ich durfte nur mit Militär und sollte an einem Standpunkt bleiben. Was will ich mit Mongolen machen, wenn ich an einem Ort bleibe mit Nomaden? Nicht? Das geht ja nicht. Und dann musste ich das ablehnen. Und dann bin ich in die äußere Mongolei, wo ich eben wusste von den Evenken, die dort leben und die sehr abgeschieden leben im äußersten Nordwesten der Mongolei, in hohen Gebirgen dort und im Khövsköl. Und dann bin ich, habe ich mich mit der dort in Verbindung gesetzt und bin dahin gefahren und habe dort gedreht. Und da sieht man natürlich eine andere Mongolei. Und das ist, ich begleite ja die Nomaden auf ihren Wanderungen, also mit ihren Tieren, vom Herbst zum Winterlager. Und da erlebt man natürlich wirklich die, also vorher war es inszeniert in Johanna Dark of Mongolia, entsprach aber auch der Realität, war aber inszeniert, also auch die Schamanin war inszeniert. Und dann im dokumentarischen Film
habe ich zwei schamanistische Seancen aufgenommen. Die eine fand statt, weil es ein Problem in der Gruppe gab, und die andere fand wegen einer Krankheit statt. Und ich durfte dazukommen und filmen. Und dann erlebt man also wirklich, wie die Mongolen leben. Das geht in ganz langen Schwenks. Und jeder Schwenk ist eine ganze, wie eine abgeschlossene Erzählung eigentlich, nicht wie die Tiere beladen werden. Und da ist was sehr Interessantes passiert, weil ich ja gefilmt habe. Haben sich dann manchmal die Leute zu mir gewandt, und als sie ihr Jack, dann haben sie auf die eine Seite ihr schweres Gepäck gehängt und auf die andere Seite einen schweren Stein. Und dann wollten sie mir das erklären, wie man einem Kind das erklärt, und haben gesagt, ja, das machen wir, damit das im Gleichgewicht ist, damit die Tiere, das geht nicht gut, wenn das nicht im Gleichgewicht ist, dann können sie nicht gut gehen. Und lauter solche Dinge haben sie immer wieder an mich gewandt, nicht? Oder sie haben plötzlich Rentiere da kommen, hörst, und haben gesagt, hörst du, von da kommen sie, du musst nach da gucken, ja, und so, nicht? Also, und ich habe das alles bewusst drin gelassen, weil es, ich selbst bin nie im Film, aber man spürt natürlich diesen Dialog mit der Kamera, den ich sehr stark auch führe, weil ich ja immer mit dem einen Auge, nicht bin ich am Okular, und dem rechten, mit dem linken schaue ich die Leute an und mache dann manchmal mit der linken Hand auch noch eine Bewegung oder so. Es ist immer ein Dialog. Und das ist was ganz Entscheidendes, dass man immer präsent ist. Und was dann entsteht, ist so eine Art einer sehr angenehmen Komplizenschaft zwischen denen, die gefilmt werden, und zwischen denen, die aufnehmen. Also diese Kombination, ich mache gar nicht so einen großen Unterschied zwischen meinen Spielfilmen und meinen dokumentarischen Filmen. Aber es ist natürlich schon eine andere Herangehensweise. Ja. Aber deine Spielfilme sind auch sehr gut recherchiert. Ja. Und manchmal muss man etwas halt ein bisschen stilisieren, inszenieren. Im Grunde hast du ja in Johanna Dark diese Art der Begegnung, des sich einlassen können oder auch nicht, oder in unterschiedlichen Graden sich mit dem erstmal auseinandersetzen, was man noch nicht kennt. Wie weit gucke ich, was sehe ich wirklich oder projiziere ich nur? Das hast du da ja eigentlich mal durchdekliniert mit diesen verschiedenen Frauen, die angeboten werden. Und du selber lässt dich ja ein. Das Ende von Johanna Dark entpuppt ja auch nochmal, dass es natürlich den Blick in die andere Richtung genauso gibt. Ja? Nicht nur wir schauen, sondern wir werden natürlich angeschaut, und auch das kann inszeniert sein. Also insofern hast du dieses Spielerische darin ja auch sehr sichtbar gemacht. Ich schaue noch mal zu Rüdiger rüber. Möchtest du noch etwas nachhaken bei Johanna Dark, oder sollen wir zum nächsten Filmclip? Möchte ich schon, aber vielleicht gehen wir doch lieber zum nächsten über, weil wir haben noch ein großes Programm. Gut, dann hüpfen wir zum nächsten Clip. Das wird Clip 4 übrigens, sage ich jetzt. Und zwar auch kurze Zeit später eigentlich, auch nochmal ein ethnologischer Blick, was Dokumentarisches, sehr interessant, nämlich Countdown aus dem Jahr 90 zur Währungsunion. Ein Film, der hier in Berlin und im Umland entstanden ist. Und ich glaube, der Ausschnitt, da musst du mich gegebenenfalls korrigieren, ist jetzt Pezo und Dez, was wir sehen. Aber schauen wir mal. Thank you.
Medien eingesetzt hast, sozusagen hier vor der Haustür wieder eingesetzt. Und es ist sehr, sehr ruhig erzählt. Es ist beobachtet, wir hören die Originaltöne. Vielleicht erzählst du noch mal kurz, wie dieser Film eigentlich entstanden ist und was dich da fasziniert hat. Ja, als die Mauer fiel, hatte man natürlich die Möglichkeit, wirklich auch mal über die Dörfer zu reisen. Und ich habe dann eben diesen Film eigentlich in 10 Tagen vor der Währungsunion gemacht, deshalb Countdown. Und jeden Tag habe ich in die Zeitung geguckt und geguckt, ist irgendwas Besonderes los? Also war zum Beispiel eine Schwulendemonstration am Alex und da habe ich gedacht, na, da geht man doch mal hin und schaut mal. Und jeden Tag ein anderes Thema, natürlich die Mauer, an der die Leute ihre ganzen Orden verkauft haben und ihre Uniformen und aber auch von den Kindern ihre ganzen kleinen Plaketten, die sie in der Schule bekommen haben. Und alle haben was ausprobiert und aufgesetzt und so weiter. Und die Türkenbuben, die haben die kleinen Mauerstücke den Touristen angedreht. Und das war eigentlich immer sehr viel los, nicht? Es war natürlich eine touristische Attraktion, die Mauer. Und sehr interessant ist auch damals den Gropiusbau zu sehen, wie der aussah. Heute erkennt kein Mensch mehr, also von den Jüngeren erkennt kein Mensch mehr, dass das Gropius, wenn man genau guckt, erkennt man es sofort, oder architektonisch ein bisschen genauer guckt, erkennt man es natürlich auch sofort. Aber ich habe eigentlich fast niemand gefunden, der das verstanden hat. Ja? So unterschiedlich waren die Dinge. Aber was ich dann sehr interessant fand, das war, über die Dörfer zu fahren. Ich habe mir also Architektur angeguckt und das, also ich bin auch nach Plaue gefahren, so ein kleines Fischerdorf, eigentlich ein verschlafenes, wunderschönes Dorf. Es war brüllend heiß, also ein richtiger Sommer, wie ich ihn eigentlich nur aus meiner Kinderzeit kenne. Und dann die ganzen Seilfähren, mit denen man fuhr. Und das fand ich schon sehr spannend, aber dann auch viele Lokale, wie ich gehört habe, die schon lange geschlossen waren. Und hier, das war jetzt Werder, nicht? Und wenn man drehte, dann niemand wusste so recht, darf man das oder so. Ich hätte auch gar nicht gewusst, bei wem man hätte fragen sollen. Ja? Also man hat das einfach gemacht und dann ab und zu wurde ich gefragt, zweimal, ja, dürfen Sie das? Und ich habe dann einfach gesagt, ja, ja, natürlich, ich darf das. Aber eigentlich hätte man gar nicht gewusst, wen man fragen soll. Ja? Und das war ja so eine Zeit, so eine Zwischenzeit, ja? wo alles neu war, aber alles auch noch nicht geregelt und sehr interessant. Und das fand ich sehr spannend. Oder man ging nach Werder und dann haben natürlich viele Frauen in ihrem kleinen Innenhofgärtchen haben 3 Stühlchen aufgestellt und Tischchen und dann war dann draußen so ein Pappschild, dass man hier Kuchen und Kaffee bekommt und da ging man rein, hat sich mit denen unterhalten und die Hühner und die Häschen waren da und so. Also es war eigentlich war es so ein sehr optisch ein ländliches Idyll. Aber wenn man dann gesprochen hat, nicht, kamen dann so die Zwischentöne, nicht? Und das alles fand ich sehr interessant. Und diese 10 Tage sind sehr ruhig gedreht, aber sie sind unglaublich abwechslungsreich, weil das sind Beispiele, diese 10 Tage. Aber es gibt ganz, ganz unterschiedliche Elemente. Und das ist schon schon interessant,
zu sehen. Also ich erinnere mich, als ich den Film digitalisiert habe, dass ganz viele junge Leute aus der Technik immer kamen und ihre Arbeit verließen, um das zu sehen, weil sie nicht glauben konnten, was sie sahen. Also der Film funktioniert ein bisschen auch als eine Zeitkapsel, dass er das festhält. Er guckt einerseits auch zurück. Du fängst an mit Bildern vom Einstein-Turm, vom jüdischen Friedhof in Weißensee, also auch da den Blick zurück. Und man spürt diese Unklarheit der Situation. Es ist aber auch die Neugier, was wird da kommen? Und es hat mich natürlich schon auch an China, die Künste der Alltag zum Teil erinnert, eben durch diesen, wir haben die Fahrräder, wir sehen alte Schriftzüge, können manche Sachen, vielleicht auch Schilder, gar nicht mehr richtig entschlüsseln, weil sie in Sütterlin sind oder so. Also der Blick, wie du dich dem näherst, wie du dich auch den Menschen näherst, ist vielleicht schon ein ähnlicher, oder? Wie bei einer anderen Kultur? Ja, natürlich. Es ist die Geduld. Man muss gucken. Und je länger man guckt, umso interessanter wird es, nicht? Weil dann versteht man ja erst, warum gucke ich dahin, nicht? Wenn das nur weggewischt ist, dann ist es so. Also ich fand das zum Beispiel unglaublich auf der Frankfurter, also der alten Stalinallee, nicht in diesen Fluchten, wie dann am letzten Tag, als dann wurde mit Tatütata von den grünen Fopos die D-Mark beschützt. Ja, und wurde dann, und in diesen Fluchten, die kamen alle zum Gang, war dann ein Riesenschild, was ich war vorgestern dort, genau an dieser Stelle, und da ist dieses Schild in der Flucht weggenommen, Commerzbank. Ja, in dieser ganzen Flucht der Stalinallee war dann Commerzbank. Das sind einfach Bilder, die ich diese Gegensätze sind doch irgendwie etwas sehr Spannendes, nicht? Und ich nehme an, man hat das rausgenommen. Die Commerzbank ist noch da, die hat also so ein. Aber dieses, was in der Flucht war und ganz prominent war, das ist weg. Und ich denke, man hat das aus denkmalschützerischen Gründen natürlich weggenommen. Deine filmischen Techniken finde ich aber auch schön. Also mir gefällt dieser Schwenk ja an der Schlachterei extrem gut entlang. Es gibt aber auch unheimlich viele so ganz klassische Traveling-Shots, dass du eigentlich aus dem Auto heraus oder von dem Schiff, also die ganzen Bewegungen eigentlich mit den Fahrzeugen mitgehen, die sich da tatsächlich aufhalten. Also nicht etwas künstlich hineinkommt, sondern die Bewegungen, die sowieso da sind. Ne? Das schafft auch das Tempo. Ich schaue wieder einmal zur Leinwand. Rüdiger, möchtest du gerne etwas loswerden? Ja, ich würde ganz gerne nochmal zurück zu der Frage, dürfen Sie das denn? Ja, also mal abgesehen davon, dass natürlich immer jemand kommt und sagt, haben Sie eine Bahnsteigkarte, würde mich interessieren, wie ansonsten die Reaktionen waren, also auch gerade, weil wir ähnliche Situationen, glaube ich, noch kriegen werden, wenn wir in die so Südostpassage kommen oder so. Es gibt ja immer die Märkte, also immer die Begegnung mit vielen Menschen. Und da ist doch interessant, wie unterschiedlich die vielleicht, ich weiß es nicht, aber es stimmt, aber vielleicht reagieren die auch unterschiedlich. Wie war denn Ihre Erfahrung bei jetzt Countdown? Also wenn Sie zum Beispiel so eine Schlange vom Fleischer gefilmt haben. Das war das einzige Mal eigentlich, dass ich gefragt wurde, ja. Aber die Leute waren eigentlich viel mehr interessiert zu hören, warum ich drehe oder für wen. Also die häufigste Frage natürlich, wann kommt das im Fernsehen? Nicht, das war die häufigste Frage. Aber das wollten sich alle angucken. Aber es gab auch Leute, die richtig interessiert waren und mit denen man ins Gespräch kam. Und das war ja auch mein Interesse, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, weil ich wollte ja was erfahren. Man erfährt sehr viel über die Beobachtung, aber wenn das dann nochmal kommentiert wird, ist das natürlich auch sehr interessant. Das ist jetzt vielleicht eine wunderbare Überleitung zum nächsten Ausschnitt. Wir haben nämlich jetzt, als nächstes gehen wir jetzt wieder Richtung Asien, Exil Shanghai. Und da haben wir jetzt tatsächlich mal einen Interview-Ausschnitt gewählt mit dem Jeffrey Heller, wo man einfach auch nochmal sieht, wen du da zum Sprechen bringst, was er uns erzählt, wie er es uns erzählt und wie du es einbettest. Auch ein etwas längerer Ausschnitt, 3:30.
And it's important, I guess, to at this point say that the flood of refugees that reached Shanghai came on a variety of pathways. Some were totally penniless, totally dependent on charity, totally dependent on funds that came to Shanghai from American sources. Others, like my father, had relatives abroad, like my uncle in Switzerland, who made a little money available, which made us step out of the mainstream of the refugees and actually live like many other foreigners in the international settlement and later in the French concession. And to me, I'm sure that there are other people who've had a horrible time in this Shanghai experience. I must say that for me, at 17, it was an absolute eye-opener. It was high adventure. It was an unbelievable juxtaposition of exotic and fantastic things. Also, very idealistic as I was at 17, it was believing firmly, as I did at that time, in a united world or united Europe after the end of the war. It looked to me almost like a mini united world with the remarkable coexistence of so many nationalities. So I'm sure that if other people were to hear me, they would be utterly bewildered that I could have found anything particularly pleasant in that Shanghai experience. And I must say that I did. I did because it offered enormous promise, and it was a... but on the other hand, one oughtn't to believe that this was a incredible coming together of Chinese and European cultures or a melding of peoples. I'm sorry to say, it was not. The experience of the international settlement was one, was sort of the last ripple of a quasi-colonial period. It was not a melding of like-minded people. So unfortunately, my exposure to Chinese life was not nearly as great as it might have been and as I would have liked it to be. But also, I think it must be understood that people having arrived there from the horrors of this persecution, weren't really thinking so much of being the cultural emissaries, but it was more a matter of survival and a matter of getting started again and a matter of shedding all the baggage of the past. Ich denke, da kommt viel zusammen. Wir haben dieses Gespräch, wir haben das Shanghai von heute, wir haben die Musik. Vielleicht, eigentlich wäre jetzt Rüdiger Zill auch wieder dran. Doch, er ist auch schon da, dann kann ich direkt zu ihm überleiten. Das ist genau das, Christina, wollte ich jetzt ansprechen. Das ist ja das letzte Interview von sechs, die Sie geführt haben. Und zwar waren diese Interviews 1995 im November und Dezember 1995 haben sie die geführt in Kalifornien mit den damals dort Lebenden. Alles Menschen aus Deutschland, aus Österreich, aus Russland, die, also Juden, die in den 30er Jahren oder 40er Jahren nach Shanghai gegangen sind. Sehr unterschiedliche Typen. Also da gibt es einen wunderbaren, der spricht heute oder der sprach zu diesem Zeitpunkt natürlich noch ein Deutsch wie aus dem Museum, also als wenn er so aus dem Erich Kästner-Roman kam oder so. Also sehr, sehr interessante Erinnerungen, die unterstützt worden sind von Fotos aus deren Archiv. Gleichzeitig schneiden sie das zusammen mit aktuellen Szenen aus Shanghai 1995. War das von vornherein klar, dass sie diese beiden Ebenen zusammenführen wollten? Und wir haben ja außerdem im letzten Ausschnitt auch noch die Musik aus den 30er Jahren, die dann auch noch darunter geblendet wird. Das ist so eine Zeitkollision aus mehreren Zeitschichten.
Ja, also der Film besteht sozusagen, ich habe die Interviews geführt, interessanterweise alle zwischen San Francisco und L.A., weil die Refugees, er ist übrigens Geoffrey Heller, den Sie gerade gesehen haben, ist ein Berliner, der in, ich sag so, war eine Berliner Familie. Und er ist der Letzte. Und ich habe ihn als Letzten genommen, weil er eigentlich so der Intellektuellste war und die Situation in China nochmal sehr interessant reflektiert hat. Und die Elemente sind natürlich die Interviews. Das ist der ganze Film, das sind fünf Interviews mit ganz verschiedenen Leuten, also mit russischen Juden, die meistens von die früher also schon geflohen sind, also zu Zeiten der großen Pogrome und dann aus Harbin nach Shanghai kamen, dann die deutschen Juden, die österreichischen Juden. Und dann habe ich auch einen Herrn, der zu den alten sephardischen Juden gehörte, die sehr früh schon als Businessleute zum Teil unglaublich erfolgreich, also im Kottenmarkt und so weiter, das war ja damals die große Geschichte, dort tätig waren. Also ich habe sehr unterschiedliche und alle erzählen über dieselbe Zeitperiode und das ist eigentlich eine, ja, wie soll man sagen, das ist eigentlich, kann man daran erkennen, wie unterschiedlich Situationen, wie Geschichte, Historie unterschiedlich beurteilt wird und subjektiv auch empfunden wird. Und deshalb habe ich alle immer nicht sie unterschnitten zu ähnlichen Situationen, sondern jeder erzählt seine Geschichte. Ich habe dazu Bilder genommen, Zeitungsausschnitte, Werbung. Es gab damals, weil ja sehr viele Intellektuelle geflohen sind nach Shanghai, es gab 18 deutschsprachige Zeitungen für die 20.000 Leute, die dort lebten. Ja. Und es gab eine Deutsche Stunde, eine Radiostation, wo ich noch die Programme gefunden habe, alle noch wunderbar getippt. Und also aus all diesen Elementen. Dann habe ich selbst eine sehr große Schellackplattensammlung. Dann habe ich, Herr Wolf besaß eine große Schellackplattensammlung. Dann ein Tonmeister, ein wunderbarer Tonmeister, der ebenfalls eine große Sammlung hatte. Und ich habe eigentlich mit den Elementen gearbeitet, die damals die Menschen, die fliehen mussten, um ihr Leben zu retten, mitgenommen haben. Sie konnten ja keine Werte mitnehmen. Also was haben sie mitgenommen? Die Musik der Zeit. Und da sind natürlich die ganzen Ohrwürmer der späten 20er, der 30er drin, nicht? Und das habe ich gezeigt, dann natürlich auch sehr schöne klassische Musik und dann natürlich auch Josef Schmidt, diesen großen Sänger, nicht mit ein Lied geht um die Welt oder also die sind wirklich ganz bekannt, wo mir selbst jedes Mal die Tränen kommen oder diese wunderbare Musik, nicht also, wo es für mich wie Heimatland, ja, und das wird dann von Josef Schmidt gesungen, ja, und das sind die Lieder, die Emigranten, die trotz allem, das muss man einfach sagen, gerade die Älteren, die hatten Heimweh, ja, und
die dann eben auf so einer langen Dschunkenfahrt durch einen Kanal in einem kleinen chinesischen Städtchen dann dieses Lied kommt, wo aber gleichzeitig auch gesagt wird, du bist mein neues Heimatland und ich habe dich schon so lieb. Ja? Und das ist wirklich, das geht so ineinander. Ja? Und das war mir ganz wichtig in diesem Film. Natürlich die ganzen politischen Situationen. Geoffrey Heller, den Sie gerade gesehen haben, was er da erzählt, ist natürlich noch die Zeit, bevor alle Juden dann in diesen Segregation Part mussten, also in diese völlig zerschossenen, zerbombten Häuser und engen Hinterhöfe ohne irgendwelche sanitären Sachen. Also das war noch der Anfang, den er da berichtet. Und zum Schluss mussten dann alle in diesen Segregation Part in Hongkou, wo sie, den sie eben nur verlassen konnten, wenn also sie einen sehr triftigen Grund hatten oder eigentlich war eine vollkommene Willkür, nicht? Also die, es gibt eine völlig verrückte Geschichte, gibt es Goya hieß der Goya hieß der höchste japanische Kommandant und er war ein Zwerg und er muss unglaublich bösartig gewesen sein und hat die Menschen sehr erniedrigt und sehr betteln lassen. Und da gibt es wunderbare Karikaturen, das war dann die Rache. Ich habe auch damit gearbeitet. Ja, ich habe eigentlich versucht mit der ganzen Geschichte zu arbeiten und das ist so vielschichtig, dass man muss den Film sehen, um das wirklich zu verstehen. Ja. Ja, aber ich meine, also was er hier erzählt, also auch die Ambivalenzen für die Anfangszeit, dass es für ihn natürlich auch ein Abenteuer war. Also wie hast du überhaupt diese Menschen gefunden und auch dazu bekommen, sich so zu erinnern? Also 95 ist ja wirklich auch schon, da waren die alle schon ziemlich alt. Also das ist ja Wahnsinn, solche Zeitzeugen und Zeitzeuginnen überhaupt da nochmal aufgetrieben zu haben und auch so zum Sprechen zu bringen. Hat das auch über Musik funktioniert oder wie hast du die Erinnerung sozusagen? Nein, das war dann wie ein Schneeballsystem. All meine Freunde, man fährt ja, wenn man Filme macht, immer zu ganz vielen Festivals und überall erzählt man. Und ich habe einmal bin ich auch, es war hier in der jüdischen Gemeinde, kam Rabbi Alexander, ein Berliner, der in San Francisco, also ein aus der liberalen Synagoge, der war einmal da und hat einen Vortrag gehalten darüber. Ich habe natürlich gelesen dazu, habe mich auch immer erkundigt, nicht? Wusste von ein paar Leuten. Und dann plötzlich haben mir Leute Briefe geschrieben und haben gesagt, kennst du den und den, der könnte interessant sein. Und ich hatte viele sehr interessante. Die Susan Sonntag sagte zu mir, du hättest mehr Intellektuelle nehmen müssen. Nicht? Nicht? Und da habe ich gesagt, Nein, man muss die ganz verschiedenen Leute, das ist interessant. Es waren ja nicht nur, sagen wir mal, die Kaufhausbesitzer dort, sondern es war die einfache kleine Hutmacherin und es waren Schreiner, es waren alle möglichen Leute. Und das finde ich wichtig, ja, dass man wirklich ein ganz komplexes Bild hat. Rüdiger, ich schaue wieder einmal zu dir rüber. Möchtest du kommentieren und vielleicht zum nächsten Clip überleiten? Son? Ja, kann ich gerne machen. Also der Rabbi Alexander ist ja dann auch in einer der anderen Interviewten, die sie da haben. Er tritt zusammen mit seiner Frau auf, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant, wie die beiden sozusagen völlig unterschiedlich reagiert haben, obwohl sie sozusagen eine gemeinsame Geschichte haben. Er ist so ganz offen
und ganz direkt und spricht sie auch an und spricht, wie gesagt, auch dieses fast museale Deutsch noch. Denn sie ist völlig zurückgezogen und spricht zum Beispiel auch nur Englisch. Und das ist wahrscheinlich dann auch nochmal eine besondere Situation, mit der sie umgehen mussten, das zwei unterschiedliche Typen gleichzeitig zu interviewen. Naja, das hing natürlich damit zusammen, dass sie, sagen wir mal, aus einem, Elternhaus der sehr gebildeten Bourgeoisie, er war Richter, kam und der Rabbi Alexander war halt so ein Berliner Jung, nicht? Der ganz anders sprach, nicht? Aber trotzdem haben die beiden sich sehr, sehr gut verstanden. Und in dem Augenblick, wo also Frau Alexander erzählte, als sie dann erzählte, wie sie ankam und was sie alles getan hat, also von sich erzählte, da ist sie sehr lebhaft geworden, hat sehr viel erzählt, nicht über ihre Modezeichnungen und was sie alles für Berufe hatte, verschiedene. Und also ich fand die sind sehr unterschiedlich im Temperament, aber ganz wunderbar. Ja. Und dann gibt es eine sehr schöne Szene, nicht, wo sie sich erinnert, sie ist mit den Kindertransporten nach London gekommen. Und das ist natürlich so schrecklich für Kinder, nicht, ohne die Eltern. Und sie hat eben ganz früh mit 12 Jahren angefangen, Englisch zu sprechen. Und sie sagte zu mir, weißt du, mein Deutsch ist nicht auf der Höhe meines Englisch, nicht? Und das wollte sie nicht, sie wollte sich perfekt ausdrücken. Und das war besser im Englischen, nicht? Und das hatte solche Gründe und manchmal hat das natürlich auch den Grund, dass manche nicht mehr Deutsch sprechen wollen, nicht? Was man ja durchaus nachvollziehen kann. Das Thema Exil zieht sich ja auch so ein bisschen durch dein Werk. Also du hast bei Freak Orlando, gibt es schon dieses Gastmahl für die vertriebenen Künstlerinnen und Künstler mit Benjamin und anderen. Bei Paris Calligramme geht es natürlich um die Exilanten wie Mehring und so weiter. Also es ist eigentlich diesen exilierten Geflüchteten eine Stimme zu geben oder ihre Erlebnisse zu zeigen, das gibt es bei dir immer wieder. Und ich finde es halt interessant, dass du es mit aktuellen Bildern dann immer aus diesen Orten auch illustrierst, dass man also nochmal sieht, hat sich diese Geschichte eigentlich den Orten eingeschrieben? Spüre ich das noch, wenn ich da bin oder sehe ich es noch? Das ist ja auch so ein bisschen, wenn wir jetzt plötzlich Shanghai von heute sehen. Ja, man sieht es. Man sieht es, man muss es vielleicht ein bisschen unterstreichen, aber es ist da. Rüdiger, dann würde ich vorschlagen, wir gehen zum nächsten Ausschnitt. Möchtest du was anmoderieren oder sollen wir auch erst wieder schauen? Das nächste ist wieder ein Sprung geografisch zurück. Das ist der Film Südostpassage, aber vielleicht sehen wir erstmal den Ausschnitt und dann mehr dazu.
Chim dem Sharika Marika Tutka Ma Opar numui chumi dem Shara sera po chim dem Sharika Marika Tutka Ma Ote pele playa ro Sia tia sia tia romano Aga de matikela Hayo de lenchi jana Aga yo me penene Aga yo me penene Dass ich schaue, nur unbedingt drin haben. Ja, da bist du auf der Suche nach den neuen schwarzen Flecken auf der europäischen Landkarte. Ich schaue wieder zu Rüdiger, der hat in diesem Fall wieder das erste Wort. Ja, du hast ja schon gesagt, wir sind etwas abrupt rausgegangen, aber das war genau der Grund. Ich schaue nur, das ist so das Motiv, das fanden wir da jetzt sehr sprechend für den ganzen Film, der, wie gesagt, als Untertitel eine Reise zu den neuen weißen Flecken Europas heißt. Und da gibt es auch dieses eine Motto von Ihnen, Orte und Welten abseits des medialen Interesses sind dem Gesetz des Vergessens preisgegeben. Christina hatte vorhin bei Countdown schon von Zeitkapsel gesprochen. Das kann man vielleicht hier umso mehr sagen. Es ist so eine Art Fortsetzung von Countdown, also dem Prinzip von Countdown nach Mitteleuropa, Osteuropa. Es fängt an in Breslau und sie gehen einfach durch verschiedene Städte und Filmen und es geht um Szenen und wieder viele Märkte, wieder viele, zum Beispiel war auch diese Kirche hier im ersten Teil unseres Clips, wo man dann die Votivtafeln nebenan sieht. Also das ist eine ganz besondere Mischung, aber wie gesagt, eigentlich nur, sie lassen im Grunde die Kamera beobachten. Und das ist, würden Sie das auch sehen, dass es das so eine Art Zeitkapsel ist? Es ist schon richtig, dass ich schaue, aber es gibt ja sehr viele Texte in diesem Film und das ist wahrscheinlich der neben Exil Shanghai der textreichste Film von mir. Und ich habe aus der Literatur sehr viel genommen. Texte, die das aus einer früheren Sicht beurteilen, die aber gleichwohl eine große Relevanz hat für das, was jetzt ist. Und sagen wir mal, in diesem Spannungsfeld von Beobachtung und der Literatur, die die Situation nochmal reflektiert, ist das schon, denke ich, das ist in diesem Film schon ganz wichtig, dass da die ganzen literarischen Sachen dazukommen, nicht? Also zum Beispiel im letzten Teil dann Türkei zum Beispiel habe ich Frauen, die ja damals alle aus Russland, Weißrussland, Ukraine sind, mit den Fähren und diesen riesigen karierten Plastiktaschen voll mit billigen Gütern nach Istanbul gefahren, auf den Fähren für 2-3 Tage. Manche hatten auch richtige Joint Ventures mit türkischen Ladenbesitzern und haben diese Billigsachen verkauft. Und dazu gibt es dann einen Text eines aus den 20er Jahren von einem türkischen Schriftsteller, als die ganzen kostbaren Güter nach der Revolution aus dem zaristischen Russland dann in die Türkei kamen und für nichts zu bekommen waren. Ja. Und das sind immer, also es ist in diesem Spannungsfeld des Gestern und Heute und ich versuche schon,
die Historie der Orte zu erzählen. Natürlich ist das punktuell, aber der Film ist immerhin 6 Stunden und ich versuche schon, zu erzählen. Aber ich finde es schon interessant, wenn du solche Kulturgeschichten letztlich erzählst, wie viel, auch bei Chamissos Schatten, wie viel eben über einerseits Handel, über diese Handelswege, was tauscht man gegeneinander, und das andere ist ja dieses Thema Essen, was du auch in einer schönen Installation ja im Haus der Kulturen der Welt mal gemacht hast, bei Floating Food, also die Frage des Essens, was mit Kommunikation, aber auch mit Austausch und mit Handelswegen verbunden ist. Also das sind ja so 2 Fährten, würde ich mal sagen, auf denen du diesen Kulturgeschichten nachspürst, oder? Ja, also das war da ganz interessant. Mir ist einfach, nachdem die Mauer fiel, ist mir im Grunde so richtig aufgefallen, dass wir aus Osteuropa an Südosteuropa, was ja zu uns gehört, ja, nichts mehr zu hören war. Nicht vielleicht mal irgendwie eine kleine Notiz. Das war damals, heute ist das anders, ja, aber eigentlich durch den Krieg, gut. Aber damals, ja, hätte man sich ja auch schon interessieren können. Und mir ist das so aufgefallen. Und ich kannte sehr viel Literatur und habe dann durch mein Interesse auch immer mehr gelesen. Und ich weiß, einen Abend saß ich mit Freunden zusammen beim Abendessen und habe gesagt, eigentlich muss man da hinfahren. Und dann gab es den Entschluss, man mietet einen VW-Bus und man fährt los. Aber ich habe keine Finanzierung von niemand gekriegt. Beim Fernsehen haben sie gesagt, na also wer interessiert sich denn da nicht? Also so, das ist ja das weit entfernte Podolien nicht. Also was sollen wir da denn? Viele wissen ja gar nicht, was das ist. Wie lange warst du unterwegs? Und das waren die langen, wirklich die alten Handelswege. Und dann sind wir gefahren von Örtchen, zu Städtchen. Und es hat damals keine Hotels oder irgendwas gegeben, nicht? Also einmal haben wir in der Garage neben den Radieschen geschlafen, einmal in einem völlig runtergekommenen Hotel oder wo auch immer, nicht? Also privat meistens. Und das war aber das Gute, weil man sich dann immer mit den Leuten unterhielt und dann auch immer was erfahren hat. Wie lange warst du unterwegs insgesamt? Wie lange waren wir? Ich glaube, 3 Monate war es, ja. Vielleicht war es auch kürzer, ich weiß es nicht mehr genau. Aber wir waren länger unterwegs. Aber man hat jetzt auch wieder das Gefühl, es ist eigentlich eine Umbruchsphase. Also es ist so ein Zustand nochmal dokumentiert. Ja. Und ich schaue aber wieder einmal rüber. Rüdiger, möchtest du da nochmal? Vielleicht sollten wir einfach zum nächsten. Gut, dann springen wir zum nächsten Ausschnitt. Es ist der vorletzte, aber wir haben auch noch ein extra hinten dran, wie immer. Und zwar kommen wir jetzt zu Unter Schnee von 2011. Auch da extrem schwer, einen Ausschnitt zu wählen. Wir haben da jetzt eine Verwandlungsszene. Ich überlege, ob man vorher etwas sagen muss oder ob sich das von alleine erklärt, es wird ein Gong ertönen und wir sehen 2 junge Studenten, jetzt muss ich nachgucken, wie die beide heißen, Takeo und Marco, und die verwandeln sich dort, und zwar auch in der Historie verwandeln sie sich. Vielleicht reicht das als Hilfestellung und dann gucken wir erstmal den Clip an. Das sind 2 Studenten, die sich für das neue Jahr aufmachen in das Schneeland. Und das ist also ein besonders mythisches Land, sehr bekannt. Und dort verirren sie sich und werden dann in der Neujahrsnacht, das ist der Wechsel zum Jahr des Hasen, werden sie verwandelt und sind plötzlich in der Edo-Zeit. Gut, also das ist Clip Nummer 7. Ist auch ein kurzer Ausschnitt, 1 Minute 40. めげずに覗いてみると。
Ach so, was ist das? Als die Stunde der Ratte anbricht, kann Takeo seine Neugierde kaum noch bezwingen. Auch der Fuchsgeist hatte mit Ungeduld auf das Jahr des Hasen gewartet. Denn in dieser Nacht sind seine Verwandlungskräfte am größten. Eine schnelle Verwandlung. Eigentlich zieht sich das Ganze noch. Es gibt auch noch ein Füchschen und so weiter. Aber was man hier natürlich schon sieht, ist, dass das Theater eine große Rolle spielt, das Kabuki-Theater. Vorhin auch im Kontext der Sammlungsübergabe wurde erzählt, dass du selber auch Theater inszeniert hast, Oper inszeniert hast. Vielleicht erzählst du dazu etwas, was für eine besondere Beziehung du zum japanischen Theater vielleicht auch hast. Ja, ich habe mich sehr früh ganz besonders für die östlichen Dramaturgien interessiert. Also in Japan natürlich Kabuki und No und Bunraku und so weiter. Und aber auch für die Epen, also für die großen Erzählungen. Also in Indien habe ich zum Beispiel einmal das Mahabharata von einer alten Frau 3 Tage und Nächte gehört. Ja, das, sie hat jede Rolle verkörpert und gespielt. Also ich habe mich immer sehr interessiert für diese starken Stilisierungen im Theater, aber eben auch in diesen verwandten Formen der Erzählungen des Tanzes oder so. Dazu habe ich mich sehr damit beschäftigt, sehr viel gesehen und so. Und dann habe ich ein wunderbares Buch gelesen von Bokushu Suzuki, und der hat seine Reise in das Schneeland beschrieben. Und das ist an der Westküste Japans, und da kommen diese kalten Winde aus Sibirien übers Meer, saugen sich voll mit Feuchtigkeit und schneien dann, also auch bei relativ niedrigen Gebirgen, sofort ab. Und die haben dann 6 Meter Schnee, und er hat dann beschrieben, wie dieses Leben im Schneeland vor sich geht, wo alles aus Schnee gemacht wird. Selbst Kabuki-Theater im Schnee werden gebaut, mit dem Steg an der Seite, wo die Schauspieler auftreten, wenn sie auf die Bühne gehen und so weiter und so fort. Und da gibt es 2 Weberdörfer, und in diesen Weberdörfern sind alle Kabuki verrückt. Ganz gleich, was für einen Beruf sie haben, alle spielen Kabuki. Und dann bin ich eben dorthin gekommen mit 2 Kabuki-Schauspielern und dachte, ich kann dort dieses Kabuki-Spiel machen. Aber weit gefehlt, denn der Schnee ist erst im März so fest, dass man das bauen kann. Ja? Dann dachte ich, aber die Schneelandschaft ist ja wie eine Bühne, weil ja alles so grafisch wird im Schnee. Ja, ich gehe zum Beispiel sehr gern fotografieren, wenn es geschneit hat.
Ja, ich habe auch den Einsteinturm im Schnee fotografiert und viele andere Architekturen. Und dann dachte ich, gut, dann mache ich das einfach im Schnee. Und dann haben wir ein wunderbares Haus aus der Edo-Zeit gefunden, wo eine alte Dame noch allein lebte, weil das den Kindern, und die haben ja früher zu 30 in so einem riesigen Haus gewohnt. Und das war alles noch wie früher. Und das war wunderbar. Und sie hat uns auch sehr viel geholfen. Und dann haben wir dort drehen können und in der Schneelandschaft. Und ich konnte auch die ganzen Rituale, die ja zu Silvester, zum neuen Jahr, früher war das natürlich nach dem Mondkalender, aber Japan als modernes Wirtschaftsland hat sich natürlich jetzt dem westlichen Kalender angepasst, ist also im Januar, und so war dieser Zeitpunkt früher. Und dann, das ist ja auch das Interessante, wenn man dokumentarische Filme macht, ich muss immer lachen, dass wir eigentlich den Förderungen immer so tun müssen, als ob wir alles ganz genau wissen. Aber dann brauchen wir einen Film doch gar nicht zu machen, ja. Und statt dass da ein bisschen Vertrauen wäre und man sagt, wenn da jemand vernünftiger hingeht, der schaut sich das an und dann macht man das. Natürlich habe ich alles vorbereitet, natürlich. Aber nicht, so ist es dann nicht, wenn ich jetzt jemand gewesen wäre, der ganz stur an diesem Kabuki-Theater im Schnee festhält, hätte ich den Film ja nicht machen können. Nicht? Und dann habe ich ein Flussbett-Theater gemacht, was noch die frühere Form des Kabuki-Theaters ist. Das war die arme Form. Da hat man im Winter in den Flussbetten, wenn in der Mitte die Felsen rauskamen oder die Sandinseln, hat man dort inszeniert, und rechts und links an den Böschungen der Flüsse dann saßen die Leute und haben geguckt. Das war das arme Kabuki-Theater. Ja? Und Wunder, dann habe ich sowas, dann habe ich eine Truppe gefunden, die sowas macht. Mit denen habe ich dann das Stück, das ich ausgewählt hatte, machen können. Und die andere Geschichte hatte ich geschrieben. Und dann gab es die dokumentarischen Dinge, die ganzen Rituale zu Neujahr, nicht, wo man die Spatzen, die Reiskörner fressen, vertreibt mit Pfeil und Bogen und unter wahnsinnigen Flüchen alles Mögliche, nicht? Und das ist eine ganz interessante Kombination des Gegenwärtigen und der Vergangenheit. Ja, also genau, das ist natürlich, hat man jetzt ja hier in dieser Verwandlung auch schon gesehen, das finde ich natürlich extrem interessant. Man hat diese Stilisierung, die beiden, also einer von beiden wechselt auch das Geschlecht und die mit einem wunderbaren Schirmchen spazieren die beide dann durch die Zeit. Und ich musste dabei auch an Dorian Gray nochmal denken, wo wir ja auch diese Opera-Szene haben, also wo eine Geschichte plötzlich in der Zeit nochmal wechseln kann. Einfach die gleichen Personen sind wie nochmal eine Zeitmaschine gesetzt und erleben den gleichen Ort, aber eben zu einem anderen Zeitpunkt. Und die beiden sind jetzt in ihrer Zeit, wir sehen sie aber im Heute. Und diese Überlagerung finde ich schon ausgesprochen raffiniert. Das stand sicherlich am Anfang schon fest, dass du das hier machen willst, oder? Ja, natürlich. Also ich hatte schon was geschrieben, aber und ich kannte eben diese wunderbaren Beschreibungen des Schneelands und tausende fantastischer Geschichten von Bokushi Suzuki, nicht? Und Federball spielen oder im Schnee. Ja, also das war auch interessant, nicht? Da gab es wunderbare Zeichnungen. Das Buch enthielt auch sehr schöne Zeichnungen. Ich habe die Originalausgabe. Und dann habe ich mich zum Beispiel immer gewundert, warum sind denn die Schneeblöcke, also wirklich wie so Kuben, nicht große Kuben, also so groß wie das, als Kubus. Ja. Und dann habe ich es verstanden, als ich sah, weil die haben flache Schaufeln, machen sie so, 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 so und dann nehmen sie es und dann haben sie einen Kubus. Oder es gab ein Federballspiel, aber sehr viel größer, das ist ein Hartholz als Kern und oben sind dann die Federn. Dann habe ich gesagt, ja, macht ihr das noch? Ja.
Und sagen sie, ja, früher haben wir das gemacht, nee, haben wir nicht mehr. Und dann kam aber einer, ein Jäger, und sagt, ach, ich schieße jetzt einen Bussard und wir schneiden da an unserem Obstbaum das ab und dann machen wir das. Und dann haben sie es zum ersten Mal wieder gemacht und das ist jetzt, wird jedes Jahr wiederholt. Unter riesigem Juhu und Jubel gibt es jetzt dieses Federballspiel im Schnee wieder, wo sie, dass sie aber mit eben diesen Schaufeln, die so gerade sind, nicht spielen. Das ist auch eine unglaublich lustige Szene im Film. Ja, man träumt von diesen Schneebergen, die man auch mal so schippen möchte. Nicht? Mal sehen. Ja. Und die Marktstände waren aus Schnee gebaut, nicht? Und manchmal hat so viel geschneit, dass sie den Schnee nicht mehr wegnehmen können. Dann haben sie von Haus zu Haus einen Tunnel gegraben und haben sich so besucht, ja, unterirdisch, unter dem Schnee, nicht? Und also das sind hochinteressante Techniken, die die entwickelt haben. Und da kommt etwas ins Spiel, was mich ganz besonders interessiert. Das ist, wie kreativ Menschen sind, wenn sie unter schwierigen Bedingungen leben. Und die sind so fröhlich, ja, und so und haben so viel Spaß zusammen. Also diese drei Weber-Gemeinden, die haben mich unglaublich beeindruckt. Ja, die machen diesen ganz, ganz feinen Crepe, den man auch nur im Schnee machen kann, in der Kälte. Und da gibt es den Spruch: Wenn es, weil es Schnee gibt, gibt es Crepe. Und da sitzen die Frauen in den kalten Räumen, sie können nicht heizen und haben aber neben sich so ein Stöfchen, wo der Tee immer vor sich hin köchelt und immer Dampf rauskommt, damit eine Feuchtigkeit da ist, weil die Fäden sonst brechen würden. Und danach werden sie im Schnee dann auf riesigen Schneetischen, die sie dann herausstampfen, riesengroß, so groß wie dieser Raum. Und da werden dann diese langen Bahnen gebleicht und werden dann eben sehr haltbar. Also es ist eine hochinteressante Technik. Ja, das habe ich eben alles gefilmt. Nicht, und das hatte ich aber, darüber hatte ich aber gelesen, nicht? Und dann habe ich halt solche Beispiele in das Buch geschrieben, nicht, was ich machen will. Aber ich wusste nicht, was ich wirklich machen konnte und was nicht. Aber es ist eine wunderschöne Szene, die sich absolut einbrennt, wenn man diese Stoffbahnen auf dem Schnee sieht. Und es gibt auch sehr schöne Fotos von dir. Also das vielleicht an der Stelle auch nochmal, dass du ja parallel immer fotografierst. Ich wende mich aber wieder einmal Rüdiger zu. Gibt es von deiner Seite da noch eine Anmerkung? Nein, vielleicht sollten wir den Faden nicht brechen lassen und einfach weitergehen zum letzten Film. Gut, dann kommen wir tatsächlich zum letzten Film, Paris Calligramme. Da verwebst du ja wirklich auch verschiedenste Quellen. Da kommt auch eine Reihe von Footage-Material vor, also historische Materialien, die dort eingeflossen sind. Und es gibt ein ganz besonderes Fundstück, was wir jetzt einfach ausgewählt haben. Und ich sage schon, optional haben wir auch noch einen zweiten Clip. Das schauen wir dann mal. Aber das ist ein Interview, ein frühes Interview mit dir, was du aufgetrieben hast und was man darin hören kann. Und den Ausschnitt haben wir jetzt. Das ist jetzt der erste Clip von der zweiten Karte. Picard hatte Hubert von Ranke Radierungen aus meiner Israel-Mappe gezeigt, die im Atelier Friedländer entstanden war. Und so kam ich zu meinem ersten und für mich sehr aufregenden Radiointerview. Unter den vielen Künstlern, die bei Fritz Picard in seiner Bücherstube ein- und ausgehen, lernte ich auch die hochtalentierte junge deutsche Malerin und Grafikerin Ulrike Ottinger kennen, von der ich gerne wissen wollte, was sie eigentlich nach Paris und gerade hierher in unser Viertel von Saint-Germain-des-Prés geführt habe.
Ja, ich komme aus einer süddeutschen Kleinstadt, also aus der Provinz. Und ich glaube, dass man besonders, wenn man noch jung ist, eben einfach mal herauskommen muss, um sehr viel Bilder zu sehen. Und das kann man hier ja tun, besonders hier im Quartier mit den vielen Galerien in jeder Straße, wo man auf jedem Weg, den man macht, ob man will oder nicht, eben einfach Kunst sieht. Paris bietet dem Künstler sehr viel, aber das finde ich sehr wichtig, es lässt ihm auch seine Eigenart. Und wo arbeiten Sie? Ich arbeite im Atelier von Johnny Friedländer. Man macht die verschiedensten Techniken, also Eaufort, Aquatinta, ja, eben Radierungen. Ja. Und bei Picard sah ich auch Ihre schöne Mappe Israel mit ihren so suggestiven Farbradierungen. Wie ich hörte, hat auch die französische Nationalbibliothek gleich eine dieser Mappen erworben. Waren Sie eigentlich schon in Israel? Und was hat Sie zu diesen Radierungen inspiriert? In Israel war ich noch nicht, aber ich habe mich schon immer sehr für das Land und auch das jüdische Problem interessiert. Und zu Picard kamen einige junge Israelis, die sich die Mappe ansahen und gar nicht glauben wollten, dass ich noch nie in Israel war. Das hat mich eigentlich am meisten gefreut. Das Interview aufgetrieben. Beim Bayerischen Rundfunk. Das war Hubert von Ranke und er hat ungefähr, weiß ich nicht, 100, der war Kulturkorrespondent und ich habe ihn bei Picard, bei Fritz Picard in der Librairie Calligramm kennengelernt und er fragte mich eines Tages, ob er mich auch mal interviewen könnte. Und ich war schrecklich aufgeregt. Das war das erste Interview, das ich in meinem Leben gab. Ich war, glaube ich, 20 oder so und oder 22 höchstens. Und ja, dann habe ich eben dieses Interview gegeben und habe dann, ich weiß, dass es gesendet wurde, weil meine Eltern, die hatten es gehört, und, aber ich selbst hatte es nie gehört. Und dann habe ich den Bayerischen Rundfunk angeschrieben und habe gesagt, ob sie die Hubert von Ranke, sagen sie, ja, wir haben alles. Und dann habe ich geguckt und habe ich es gefunden, dann bin ich hingefahren und habe mir zwei Tage verschiedene, da waren fantastische Sachen dabei, ja. Also er hat ja alle interviewt, nicht? Und ich hatte gehofft, er hätte auch Picard interviewt, hat er auch, aber das war nur eine kurze Sache, die ist auch im Film. Und also und er hat alle interviewt, nicht? Also es war sehr interessant für mich, auch so als Background nochmal. Ich war zwei ganze Tage dort und habe mir seine Interviews angehört. Aber ja. Es ist ja auch so eine Wiederbegegnung mit deinem damaligen Ich. Also ich finde, du klingst sehr selbstbewusst oder souverän. Ja. Du machst das sehr gut, das Interview damals. Aber wie ist das, sich selber da plötzlich zu hören? Nein, ich war völlig aufgeregt und habe mich nicht als selbstbewusst empfunden. Ich habe schon gesagt, was ich sagen wollte. Ja. Ich fand das bei Ulrich Raufs bei der Tagung, Rauf fand ich das sehr interessant, dass er das Motiv des Flechtens so stark gemacht hat in dem Film. Es gibt ja im Moment auch im Museum für Europäische Kultur gerade eine Ausstellung zum Thema Flechten, also als eine Kulturtechnik, aber auch im übertragenden Sinne. Und tatsächlich ist es ja so ein bisschen was du in diesem Film auch tust, dass du die verschiedenen Stränge deines Lebens, aber auch Paris der Zeit ineinander verwebst, ja. Oder? Naja, das ist vielleicht überhaupt ein Prinzip meiner Filme, ja, die Collage, Montage und das Flechten ist auch ein schöner Begriff dafür. Ich gucke jetzt aber wieder zu Rüdiger, der die ganze Zeit so zurückhaltend war. Rüdiger, hast du eine bestimmte Frage? Ja, ich würde vielleicht ganz gerne die Frage aus dem Interview wieder aufnehmen. Also der von Ranke sagte ja, waren Sie denn schon mal in Israel? Und Sie sagten, nein, war ich nicht. Es ist ja denn auffällig, hatten Sie jemals die Idee, vielleicht doch auch mal einen Film über Israel zu machen oder einen Film, der in dieser Gegend spielt? Also ich meine, Sie waren in China, in Japan, in der Mongolei, in der Türkei, in was weiß ich, Südostpassage. Hatten Sie jemals die Idee, auch in Israel zu drehen?
Ja, das hätte ich sicher gemacht, aber damals ist man nicht so viel gereist und hatte auch gar nicht das Geld. Und ich war noch keine bekannte Filmemacherin, die überall eingeladen wurde, auf alle Festivals. Diese Sachen sind ja alle später. Und damals habe ich ja noch gemalt, nicht? Also ich habe die Bilder gemacht, ich habe Grafiken gemacht. Und ich habe zwar fotografiert, aber ich habe noch nicht gefilmt. Und auch meine ersten Filme wie Madame X, die eigentlich hätte auf der chinesischen See stattfinden sollen, ist dann aus Mangel, aus Geldmangel, habe ich die auf dem Bodensee gedreht, was aber sehr gut bekommen ist, weil ja irgendwie dieses etwas für etwas stehen natürlich auch sehr ironisch war und diesem, sagen wir, dieser ironischen Haltung des Filmes ja sehr entgegenkam. Wir haben bei Paris Calligramme noch einen zweiten Ausschnitt. Sollen wir uns den ruhig noch anschauen? Das ist das Ende im Grunde. Das ist der Epilog des Filmes und damit schließt sich in gewisser Hinsicht der Kreis, weil das nämlich aus deiner Paris-Zeit sozusagen rüberführt in den Film, in deine, und dann können wir da noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, was da bei dir passiert ist. Dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt noch den Clip 2 von der zweiten Karte an. Mein weiterer Weg führte mich zum Kino, das ich schon in meiner Malerei durch die erzählende Form der Figuration narrativ vorbereitet hatte. Das Kino, eine neue Kunst, in der ich alles, was mich interessierte, zusammenbringen konnte. Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges, Musik und Sprache, Rhythmus und Bewegung, Öffentliches und Privates, Politisches und Poetisches, Trauer und Freude, das war es, was ich wollte. Mit dem Filmtitel Laocoon und Söhne nach Hans Arp. Dada hat Laocoon und Söhnen ermöglicht, sich aus dem tausendjährigen Ringkampf mit der Klapperschlange zu befreien, startete ich mit viel Enthusiasmus und wenig Geld in das große Filmabenteuer. Es wurde ein Paris-Film. Pierre Bourdieu und Althusser traten auf, auch die Fallschirmspringer oder die bedrohlichen CAS-Polizisten des Mai in Gestalt von Erinien, die lautmalerisch rezitierenden Lettristen, Tristan Tzara als Direktor eines Wanderzirkus und Max Ernst als Dame mit Tristan Tzara als Gigolo bei einer Schachpartie. Der Untertitel war »Eine Verwandlungsgeschichte der Esmeralda del Rio«. Alle Figuren und Orte überlagerten und verwandelten sich. Die Polizisten mit ihren Schlagstöcken feierten ihre Auferstehung aus den Fluten des Bodensees mit einem Auto da fe, der Niederbrennung eines Ateliers und der darin befindlichen Kunstwerke. Also da haben wir das Prinzip nochmal, dass etwas auch für was anderes stehen kann. Ne? Aber vielleicht ist das der Moment, wo wir Ihnen allen auch nochmal die Gelegenheit geben, Ihre Fragen loszuwerden. Wir haben jetzt 7,5 Filmausschnitte gehabt, das war jetzt natürlich eine ganze Menge, aber vielleicht gibt es sofort Rückmeldungen, Anmerkungen, Fragen hier aus der großen Runde. Wir haben Mikrofon, das kommt sofort zu Ihnen. Ich habe eine ganz kurze Frage. In dem letzten Film
Dieser Brillo-Box, diese Brillo-Box, was bedeutet die für Sie? Oder warum haben Sie die da reingetan? Naja, das ist ja vom Handy, weil es wird ja gesagt, dass das Atelier zerstört. Das wollte ich gerne wissen, ob ich da nicht, richtig. Und da sind völlig richtig. Vielen Dank. War toll, die letzte. Ja, ja. Weitere Fragen? Liebe Ulrike Oettinger, die Gretchenfrage stellen. Ich finde es wunderbar, dass Sie in Vorlass selbst zusammen mit den archivaren Institutionen kuratieren, vielleicht im weitesten Sinne. Und es stellt sich, und das wurde ja am Anfang erwähnt, wenn das Werk sehr umfangreich ist, so wie Ihres, natürlich auch in bestimmten Momenten die Frage, will ich mich davon trennen? Gibt es Sachen, von denen Sie sich getrennt haben oder geht das gar nicht? Gibt es Dinge, die Ihnen zu privat sind, die Sie auch in diesem Vorlass nicht haben wollen? Also wie gehen Sie selbst mit Ihrem Werk, Ihrem Erbe, mit dem, worüber, da bin ich sicher, Sie nachgedacht haben, Ihr Bild für die Nachwelt sein soll? Also es wird ja sukzessive übergeben. Nicht, also ich sagte ja zu Beginn, dass mein Archiv ein lebendiges ist. Deshalb ist es auch in gutem Zustand, weil ich ständig die Sachen wiederfinden muss, nicht? Verwende in ganz anderen Zusammenhängen, nicht? Das Prinzip ist ja Montage, Collage, nicht? Also wie bei dem letzten Film, also meinem letzten Film, wo man, der aufhört mit meinem ersten Film, ja, nicht dieser Epilog. Ich habe mir jetzt als erstes sind jetzt mal die Kostüme, die schon lange dort sind. Das ist ja sehr schön und vor allen Dingen darf ich sie auch leihen und sie sind gut dort aufgehoben. Dann ist eins meiner Drehbücher ist ja in der ständigen Sammlung oben. Dem folgen jetzt ein paar werde ich behalten. Folgen ist wichtig die Digitalisierung meiner Fotos. Und wenn sie digitalisiert sind, kann ich sie, also man kann zum Beispiel bei der Schwarz-Weiß-Fotografie verhält es sich speziell, da kann man immer noch analoge Abzüge machen. Ich fotografiere bis heute analog, nicht mehr so viel wie früher, aber immer noch analog, also im Schwarz-Weißen. In der Farbe ist es so, meine ganze Farbfotografie ist auf Dias. Und da wurde schon 98, 2000, haben alle drei Firmen, Kodak, Fuji, Agfa, dieses Direktverfahren eingestellt. Nicht? Es gab dann nichts mehr. Das heißt, ich kann da nur noch über, muss sie digitalisieren und kann sie dann ausbelichten und wieder auf Fotopapier bringen, nicht? Also es muss digitalisiert sein. Und deshalb gebe ich jetzt auch gerne diese Dias weg. Es kann sein, dass ich dann nochmal einzelne brauche, weil ich vielleicht eine besonders große Digitalisierung will für irgendetwas, was so. Aber im Prinzip würde ich die dann nicht mehr brauchen. Also schon 10 Jahre gucke ich mir die nicht mehr an, weil ich, gucke sie mir so mit der Lupe an, aber nicht mehr durch den Dia-Projektor, weil ich Angst habe, dass was passiert. Und das ist natürlich wunderbar, wenn die dann in der Kinemathek sind. Aber solange sie nicht digitalisiert sind, kann ich nicht mit ihnen arbeiten. Da muss ich immer wieder zurück. Ich habe selbst schon sehr viel digitalisieren lassen. Aber wird jetzt gemacht werden. Und da hoffe ich natürlich auch, dass das sehr zügig geschieht. Also auch, weil die ja sehr alt sind.
Und ich natürlich auch absolut nicht möchte, dass es Farbverschiebungen gibt oder so, nicht? Aber was jetzt, sagen wir mal, meine ganzen Arbeiten will ich schon mit der Zeit übergeben. Und die Filme eben erst nach meinem Ableben, und bei der Korrespondenz muss man sicher schauen, was man, also natürlich die ganze Filmkorrespondenz, da gebe ich alles raus, nicht? Die ist hochinteressant, nicht? Diese ganzen verrückten Filme, das sind ja Situationen, das kann sich hier kein Mensch vorstellen, wenn man in der Mongolei dreht oder in China. Ich habe ja noch zu Zeiten gedreht, als das alles andere als normal war, nicht? Und die Kulturministerin Chinas mit mir zu Abend gegessen hat, weil das eben eine solche Wichtigkeit hatte, nicht? Das wäre heute alles nicht mehr der Fall, da hätte sie viel zu tun, nicht? Aber und zu Zeiten, als die Dresdner Bank ein kleines Hotelzimmer hatte in Beijing, nicht? Und Nagel und Kühne ebenso. Also das sind alles tolle historische Dokumente, wo man noch eine Welt kennenlernt, die noch ganz anders war, nicht? Also meine ganzen Produktionsordner sind alles andere als langweilig, nicht? Wenn ich da reingucke, ich fasse es manchmal nicht mehr, nicht? Oder so, das ist, sind schon interessante Dokumente. Also das werde ich alles übergeben, natürlich, nicht? Und die bildende Kunst, die ich in den 60ern, die werde ich jetzt erstmal behalten. Was ich später, was dann noch da ist, wird das sicher auch ins Archiv gehen, nicht? Und dann meine ganzen Drehbücher natürlich, dann ich mache genauso fürs Theater, weil ich mache ja auch immer Bühne am Theater, nicht? Also das wird im Lauf der Zeit und peu à peu natürlich auch dahin gehen, nicht? Vielleicht gibt es mal eine Ausnahme, aber die Sachen, die ich dringend brauche und die noch nicht digitalisiert sind, die werde ich jetzt erstmal behalten. Nicht? Aber das geht dann sukzessive weiter. Und im Grunde sind ja zwei Sachen, also wie Archiv grundsätzlich funktioniert, was du eben schon mit der Korrespondenz angedeutet hast, dass man all diese Dinge ja auch in anderen Kontexten lesen kann, dass sie Zeitgeschichte dokumentieren und so weiter. Und das andere, was ich vorhin schon sagte, gerade bei den Arbeitsbüchern natürlich, was eine unheimlich schöne Situation ist, wenn wir die Dinge mit dir gemeinsam betrachten können und auf die Art einfach die sozusagen nochmal weiter, der Rahmen darum nochmal erweitert wird und man sie einfach nochmal anders versteht auch und anders lesen kann, als wenn man nur Dinge im Archiv sieht, ohne den Zusammenhang zu kennen. Ja, klar. Also was ein großer Wunsch von mir ist, dass ich bestimmte Sachen wie die Drehbücher, Arbeitsbücher, die möchte ich wirklich mit meinen Kommentaren übergeben, nicht? Also an die Personen, die sich nachher auch damit beschäftigen. Das wäre schon ein Wunsch von mir. Von dazu, beiden Seiten, glaube ich. Dazu immer was zu erzählen, und da muss man dann halt rausfinden, wer die entsprechenden Ansprechpartner, Partnerinnen sind. Jeweils, ihr seid, bei mir ist ja alles zusammen, aber die Institutionen sind natürlich aufgeteilt in ganz viele Abteilungen, aber das würde ich schon sehr gerne kommentieren. Nicht denn nur etwas, was man auch, das ist ja auch wie mit Museen, nicht, wenn man nichts weiß zu den Objekten, sind sie vielleicht nicht so interessant. Ja, ich glaube, die heutige Veranstaltung war dafür ein sehr guter Beleg, wie anders man diese Ausschnitte sieht, wenn man sie kommentiert bekommt, wenn man ein bisschen angedeutet bekommt, wie die Hintergründe der Drehsituation waren, was konzeptionell dabei war, was für dich kulturhistorisch vielleicht noch mit hineinspielt. Also das sollte jetzt auch wirklich nur ein Appetizer sein, neugierig weiterzumachen auf das Werk, auf das, was bei beiden Institutionen kommen wird. Ich lasse meinen Blick nochmal schweifen, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Doch, da ist noch eine. Ich habe eine Frage zu
Johanna Dark of Mongolia. Inwieweit ist das auch eine Auseinandersetzung oder ein Gegenentwurf mit der historischen Figur der Jeanne d'Arc, mit der Schillerschen Aneignung? Geht es, ja, ich bin einfach neugierig. Ja, das spielt natürlich alles mit rein. Und ich habe ja auch den Titel, der Film heißt ja Johanna Dark of Mongolia. Und ich habe ganz bewusst, also Mongolia für das Lateinische, Johanna für das Deutsche, Dark für das Französische. Ich habe also auf für das Englische. Ich habe also ganz bewusst einfach, das ist eine internationale Sache. Und das beginnt in der Transsibirischen, wo alle in ihrer Sprache sprechen. Was übrigens damals einen fürchterlichen Aufstand gab mit den Förderungen, weil die das nicht wollten. Ich sage, aber wir leben doch alle so. Wir sitzen in einem Zug, wenn wir ein paar Tage im Zug sind, dann unterhalten wir uns doch mit den Leuten. Und dann spricht der eine Deutsch, der andere spricht Französisch oder man spricht zusammen Französisch, Englisch. Dann wird etwas übersetzt aus dem Mongolischen oder irgendeiner Sibirischen Sprache, das ist doch alles wunderbar. Und das gehört doch mit zur Kultur. Die Sprache gehört so tief, die verschiedenen Sprachen. Nicht? Und dann muss man sie im Original hören. Da lege ich immer großen Wert drauf. Und natürlich will man es dann auch verstehen, aber man muss es dann auch so machen, natürlich, dass man es versteht. Und das habe ich ja auch so gemacht. Aber das ist manchmal einfach so ein bisschen eng bei uns, ja, so. Aber mir war das ganz wichtig, also Sie sagen natürlich diese historischen Texte, die historische Figur, das spielt natürlich alles mit rein, aber es hätte auch die Johanna Dark auf India sein können, wäre es auch fast geworden, weil sie mich in China nicht reingelassen haben. Ich hatte schon einen Stempel gemacht. Ich entwirf ja immer meine Stempel zu den Projekten. Und dann habe ich schon einen sehr schönen Stempel für Indien gemacht und bin durch Indien gereist. Und als ich zurückkam, hatte ich die Einladung nach China. Aber ich habe nach 2 Jahren nicht mehr damit gerechnet, ja, dass sie kommen würde. Also Filme machen unter solchen Bedingungen und Schwierigkeiten, es ist schon was sehr Besonderes. Aber durch die Schwierigkeiten lernt man eben auch die Länder und ihre Probleme so gut kennen und versteht auch, an den Punkten haben die Schwierigkeiten, nicht? Oder gibt es auch Missverständnisse oder Misstrauen oder Ängste? Und das ist alles sehr, sehr interessant, nicht? Weil dann fängt man an, darüber zu reden und sagt, ja, warum wollt ihr das nicht? Was ist euer Problem, nicht? Und dann redet man vielleicht ein paar Wochen. Ich habe 3 Wochen im Beijing Hotel gesessen wie ein Buddha und habe jeden Tag von morgens bis abends dieselben Dinge in Varianten wiederholt, bis mir erlaubt wurde zu drehen. Aber dabei lernt man eine Form der chinesischen Höflichkeit und das Nicht-Nein-Sagen-Wollens kennen. Und das ist auch interessant. Ja. Rüdiger, ich schaue noch mal zur Leinwand. Möchtest du noch etwas loswerden? Jo, jetzt hören wir wieder, dich leider nicht. Ja, doch, ja, jetzt bin ich wieder mit Ton dabei. Vielleicht einfach nur Dank für diese schöne Veranstaltung, dass wir die noch haben nachholen können, nachdem sie beim ersten Mal ja leider nicht stattfinden konnte. Ich habe mich sehr gefreut, diese runde Sache, diesen großen Bogen von den Anfängen bis zum Schluss, was uns ja wieder zurückführte nach Paris in den Anfängen, hier wenigstens von der Wand aus mitmachen zu können. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie mir und we continue bei Gelegenheit. Ich habe aber eine Wortmeldung übersehen, die müssen wir, glaube ich, noch loswerden hier, ne? Can I make my question in English? Yeah. Okay. I wanted to know about the colors that you use in the first 3 films in Orlando, because you go to bright colors, then when you go to the church, you go to less bright colors, and then you turn to black and white. And the second question is just a personal question. Now that you gave away your children in good hands, what is your next hobby?
You know, in my films, there's always a kind of color dramaturgy, yeah. And I think also the colors are telling a lot of situations of certain moods. And therefore, I work a lot and I'm very conscious about which color I'm choosing. And the last question was, I don't have any hobbies, I think. Ich glaube, das ist ein sehr schöner letzter Satz. Liebe Ulrike Oettinger, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank.